Einen schönen guten Morgen nochmals an dieser Stelle zum heutigen JFD Live Trading TV hier am 28.09. kurz nach 11 Uhr. Wollen wir auf den Index schauen, natürlich den DAX an dieser Stelle wieder betrachten, den wir ja bereits in der vergangenen Woche in einer größeren Beschau, Sie werden es gelesen haben, begutachtet haben. Und hier bildet sich ja am Big Picture unter Trendfolgegesichtspunkten unter Umständen eine Chance, die allerdings noch nicht gekommen scheint, wenn wir die heutige Auftaktsschwäche sehen. Und da blicken wir. Schauen wir mal kurz auf den Stundenchart, den wir am letzten Freitag unter die Lupe nahmen. Wir verwiesen ja auf das Widerstandslevel 9730 Punkte. Der Witz an dieser Stelle: Es gab hier einiges an Fehlsignalen bzw. Ausbruchsversuchen hier am Nachmittag. Das war wirklich eine heiße Situation. Also wir sehen aber deutlich, wie der Markt versucht hat, dieses Level auch auf Stundenbasis immer wieder zu überschreiten. Es kam hier auch insbesondere am späteren Nachmittag hier tatsächlich zu einem Close oberhalb dieses Levels und das deutet im Prinzip schon tatsächlich auf eine Fortführung der Aufwärtsbewegung hin. Grundsätzlich hier der leichte Rücksetzer fand nicht in dem Maße statt, wie wir ihn eigentlich erwartet haben. Letztlich hat der Markt sich aber hier den Kopf buchstäblich gestoßen, weiterhin trotz der Versuche hier nach oben rauszuziehen. Summa summarum, der Markt blieb bärisch, hat sich insbesondere im Späthandel hier weiter nach unten verabschiedet und wir sind auch heute Morgen hier in der Asia-Session schwach reingekommen. Mögliche oder leichte Erholungsimpulse waren zu sehen, die allerdings jetzt schon wieder verblassen an dieser Stelle. Der DAX also hier ganz klar weiter im Rückwind und die Annahme, dass wir hier nochmal die August-Tiefs ansteuern, bleibt allgegenwärtig. Wir haben hier auch die Möglichkeit, im Stundenchart von den 24-Stunden-Indikationshochs sozusagen hier eine abwärts gerichtete Trendlinie mal in den Chart zu zaubern und die verdeutlicht uns hier zumindest kurzfristig das Widerstandsgebilde, was der DAX jetzt vor sich hat. Zum einen eben hier die Zone um 9630 Punkten. Das ist hier jetzt ein kurzfristiges Widerstandslevel gekoppelt mit dieser Abwärtstrendlinie. Ein bisschen Ordnung machen hier, die Trendlinien hat er vorher nicht gespeichert, die ich schon weggenommen habe. Deswegen machen wir das jetzt mal flugs. So. Und da sehen wir hier im Prinzip den kurzfristigen Widerstand. Und sollte es Erholung geben, dann scheint es mir so, als dürften die hier knapp über 9600 schon wieder zum Stoppen kommen. Das wäre jetzt hier das kurzfristige Buy-Level, Trigger-Level, wenn wir hier über die heutigen Auftaktshochs rausziehen. Also insbesondere hier einen Schluss machen über 9655, 9600. 660, das wäre hier kurzfristig ein Signal, dass wir hier nochmal nach oben attackieren, diese Zone, die aber nach wie vor auch das CSD-Widerstandslevel schlechthin bleibt. Wir hatten ja hier als mögliches Stop-Level 9735 gewählt. Wenn man es per Daily Close sozusagen, Daily Stunden Close so gelassen hätte, wäre man hier sozusagen komfortabel in der Position geblieben. Dieses Level bleibt allgegenwärtig, gerade auf Stundenbasis. Der kurzfristig aggressivere Anleger könnte hier den Stopp schon in Richtung 9655 eben oder 60 beispielsweise setzen, ein Stück weit aggressiver, tiefer. Wenn wir darüber gehen, dann sieht es eben ein Stück weit kritischer aus. Tatsache ist, der Weg, ja, zeichnet sich wieder nach unten ab. Es deutet sich an, dass wir weitere Schwäche eben zeigen, der Markt weitere Schwäche an den Tag legt. Kurzfristige Erholungen, wenn sie denn kommen, dürften hier, wie gesagt, unterhalb von 9630 zum Stoppen kommen. Das wären eigentlich Short-Einstiegschancen, wenn sie denn kommen. Und erst oberhalb von 9650 würde sich hier kurzfristig ein Bias auf der Oberseite eröffnen, den ich allerdings so hier nicht präferieren kann unter gegenwärtigen Gesichtspunkten. Der Wochentag selber, den schauen wir uns gleich mal an. Der kommt nämlich hier daher mit 54% positiver Schlusspreis. Das sieht ganz gut aus. Saisonalität, da gehen wir gleich mal drauf ein. Aber hier 54%, das ist leicht bullisch, obgleich natürlich hier die Quoten hier sukzessive nach unten gehen. Wir darf mal drauf pochen hier, was wieder am Dienstag passiert. Donnerstag und Freitag, Non-Farm-Payroll-Time. Man darf hier wieder mal sehr gespannt sein auf den USA-Arbeitsmarktbericht. Das wird sicherlich wieder einiges an Volatilität bescheren. Bis dahin hat der DAX meines Erachtens aber auf jeden Fall schon mal eine abwärts gerichtete Tendenz vor sich, die auch hier jetzt im Tagesschartintervall auf 40 Vorausschautage gesetzt hier sich kurzfristig weiter fortsetzen dürfte. Deswegen gehen wir auch direkt mal hier vom Stundenchart, den wir jetzt, denke ich, ausreichend besprochen haben, in den Tageschart und auch hier die präferierten Szenarien. Jawohl, unterhalb von 9730, 35, 9705 bleibt die Lage bärisch. Deutet hier vieles darauf hin, dass wir eben nochmal unter 9,4 gehen.
Und wenn wir insbesondere neue Reaktionstiefs machen, was nicht ausgeschlossen ist, gerade im Sinne der Saisonalität, da kann sich der Ausverkauf auch ein Stück weit beschleunigen. Bedenken Sie hierbei jedoch auch die Situation vom großen Bild, hier die Analyse vom Freitag, inklusive des Charts. Wir sind aktuell hier an einem Kehl-Level, Aufwärtstrendkanal. Selbst wenn wir hier temporär runtergehen, wichtig ist eben, dass wir hier nach Möglichkeit nicht per Monatsschlusspreis unter die Marke von 9.400 gehen. Wenn das geschieht, dann sieht es nicht gut aus und dann wird hier trotz der dann anstehenden positiven Saisonalität möglicherweise ein größerer Ausverkauf, eine Fortsetzung des eingeleiteten Abwärtsmomentums dann wahrscheinlich. Und hier, wie schon auch in der Großanalyse angesprochen, der Bereich rund um 8.000 Punkten dann ein sehr, sehr interessantes Level für Nachkäufe. Ob der DAX tatsächlich so weit zurückfällt und uns diesen Gefallen tut, bleibt mal abzuwarten. Aber aktuell deutet eben hier die generelle Schwäche inklusive vorausliegender Saisonalität auf jeden Fall nochmal auf dem Spike nach unten hin. Möglicherweise, und darauf muss man sich auch einstellen, gibt es hier noch einen herben Abverkauf, eine größere Welle nach unten, um hier Richtung 9.000 zu streben, hier praktisch alle sozusagen aus ihren Longs rauszuholen und dann startet der Markt gerade im Sinne der Saisonalität und des bullischen Jahresausklangs hier möglicherweise dann eine schöne Rallye-Bewegung und alle, die dann hier unglücklich ausgestoppt worden sind, schauen dann nur noch zu, schrägstrich springen dran, dann wiederum auf höhere Kurse auf und schleunigen diese dann mögliche Aufwärtsbewegung. Das bleibt mal abzuwarten, ob es wirklich so kommt. Der DAX generell hier nach wie vor aber in einem bärischen Bias gefangen. Die Chance am Key-Level hier, wie aus großer Big-Picture-Gesichtsbetrachtung, ja, durchaus gegeben, aber immer noch mit dem Hauch, dass hier noch kein Boden gefunden wurde. Wie gesagt, sehr spannend wird es, was hier unterhalb von 9.400 Punkten passiert. Da Obacht geben. Ich rechne damit, dass wir das diese Woche auf jeden Fall nochmal austesten, das Level. Bleibt spannend, ist spannend. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Dabeisein, liebe Zuschauer. Das wäre es nämlich schon gewesen für den heutigen Blick auf den DAX, beziehungsweise gegebenenfalls schalten wir uns nachmittags nochmal auf. Und alles weitere dann im Stream. Ich wünsche was. Bis dahin, ihr Christian Kämmerer und tschüss.